Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Wie ihr sehen könnt, ich sitze draußen im Garten. Wie ihr hören könnt, irgendwo in der Nachbarschaft wird in einem Presslufthammer gearbeitet. Es regnet in Strömen, aber nichtsdestotrotz wollte ich die Gelegenheit nutzen, mich herauszusetzen und euch heute wieder einen Tabak präsentieren. Konkret geht es diesmal um diesen Tabak hier. So, da bin ich wieder und hier ist nochmal der Tabak. Es ist von DTM Darn Tobacco, der Dark Moon. Das ist ein Ready Rubbed Virginia, vermischt mit Burley und entsprechend lange zusammengereift, ohne jegliche Aromazusätze. Ich hatte hierzu kürzlich ein Video gesehen. Die Verheißung versprach einiges. Der Tabak hat mich richtig neugierig gemacht. Jetzt kommt es auch, wie ihr hört, gerade richtig dicke runter. Also von daher, gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte und schauen uns erstmal kurz das Tabaksbild an. Der Tabak kommt in einer 50 Gramm Dose daher. Und wenn wir diese öffnen, sehen wir zunächst das hier. Das ist die typische Darnpfeifenverpackung, Deckblatt mit der Winddose. Und wenn wir dieses Deckblatt entfernen, dann lächelt einen förmlich ein wunderschönes Tabaksbild an. Und der Duft, der ist wirklich umwerfend. Doch ich würde sagen, bevor wir auf das Tabaksbild eingehen, beziehungsweise auf den Duft eingehen, hier nochmal ein paar nähere Impressionen. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habt ihr das Tabaksbild gesehen. Hier ist der Tabak nochmal. Es ist also wirklich ein wunderschöner Mix. Ready Rubbed, Virginias vermischt mit Burley. Schaut euch bloß dieses Tabaksbild an. Wahnsinn. Wenn man die Dose öffnet, dann riecht es sofort nach Brot. Vollkornbrot. Ja, es ist ein richtiger, intensiver Duft nach Vollkornbrot. Trockenfrüchte oder ähnliches kann ich jetzt aktuell nicht wahrnehmen. Doch dieser Duft nach frisch gebackenem Brocken, Weizen, Vollkorn, Mischbrot, der Duft ist atemberaubend. Von daher machen wir den Deckel wieder zu, füllen den Tabak wieder ein, wie es sich gehört. Hier ist ja das Schmuckstück nochmal, Dark Moon. Von daher, ich bin gespannt, wie er schmecken wird. Die Pfeife ist ja bereits gestopft, hier ist sie nochmal. Das ist von Rossi, die Volcano, entspricht ja der Savinelli 320 KS. In dem Fall halt komplett sandgestrahlt. Und gehen wir mal ins Eingemachte.
Ihr könnt schon sehen, der Tabak räumt sich auf. Aus diesem Grund hatte ich zwischen dem Tabak und dem oberen Rand vom Kopf etwas über 1 mm Platz gelassen. Sicher ist sicher. Wenn man den Tabak frisch entzündet, dann kommt einem erstmal so eine leicht bittere Note entgegen. Das spricht aber halt dafür, dass der Tabak sehr Virginia-lastig ist. Doch bereits nach wenigen Sekunden ist dieser bittere anfängliche Geschmack verschwunden. Und macht jetzt so ein wenig einem heuigen Aroma von Virginia und auch leicht getoasteten, schokoladigen Aromen des Burleys Platz. Der Geschmack gefällt mir wirklich gut. Und auch völlig dem Aroma, der im reinen Duft des Tabaks entsprechen, ist dieser Tabak auch nicht süßlich. Ich hatte ja kein Trockenobst gerochen. Ich habe ja gesagt, es riecht wie so eine Art Roggen-Weizen-Misch-Vollkornbrot. Und jetzt halt beim Rauchen, es ist nicht süßlich. Es ist eine dezente Würze, man schmeckt halt wirklich so die heuigen Noten des Virginias raus, wie gesagt unterstrichen mit so einer leicht getoasteten Schokoladen-Nussnote, die ich auf dem Burley zurückführe. Der Antobacco ist es also tatsächlich gelungen, für Puristen einen Tabak zu kredenzen, der wirklich nur auf Virginia und auf Burley beruht, wo es keinen Black Cavendish gibt, wo es keinerlei Aromatisierung gibt, sondern wirklich nur reiner, purer Tabakgenuss. Und auch beim Abgang durch die Nase merkt man halt eben dieses leicht heuige, dieses leicht erdig, schokoladig, nussige Aroma. Und man sollte den Tabak halt wirklich in aller Ruhe genießen. Hinsetzen, zurücklehnen, Pfeife an und genießen. In der Beschreibung heißt es ja, der Vollmond geht auf, die Kinder verschwinden ins Bett oder nach Hause, der Abend bricht herein, jetzt ist die Zeit für die Erwachsenen, Zeit der Besinnung, Zeit sich auszuruhen und von daher, das sollte man auch tun, die Pfeife stopfen, ruhig genießen, fernab der Hektik. Ja, Traumnote natürlich, wer dabei sitzt und keinen Tabak mag, der hat schlichtweg gelitten. Es ist eben kein aromatisierter Tabak, sondern der riecht halt wirklich nach Tabak. Er ist einfach tabakecht.
behutsam geraucht, wie ich es ja hier gerade tue, ist er sehr mild, sehr sanft und sehr kühl. Und jetzt nach wenigen Minuten bereits verändert sich das Aroma so ein bisschen. Vorher hat man wirklich die heuigen Noten des Virginias herausschmecken können. Man hat so dieses nussig-schokoladige, leicht erdige vom Burley verspürt. All dies verschmilzt momentan zu einem einzigen Rauchvergnügen. Man sollte allerdings halt dem Ready Rub Respekt zollen. Das heißt, es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Pfeife mit einer etwas weiteren Bohrung. Den Tabak nicht zu fest einbringen. Er muss sich auf jeden Fall entfalten können. Jetzt direkt nach dem erneuten Anfeuern ist er wieder so ein bisschen heuiger. Da kommen auch wieder diese schokoladigeren, etwas erdigen Töne durch. Und bereits jetzt, nur wenige Sekunden später, hat man wieder dieses milde, sanfte Aroma einer Mischung aus Virginia und Burley. Jetzt kann man die Geschmäcker auch nicht mehr so unterscheiden. Sondern aus meiner Sicht verbinden die sich hier wirklich zu einem Ganzen. Mild, ruhig. Das sind so die Momente, da träumt man eigentlich davon, sich spätabends bei Vollmond einfach auf den Heuschober zu verdrücken. Im Idealfall nicht alleine. Wobei man natürlich die Pfeife weglassen sollte. Aber der Geschmack einfach. Er schmeckt einfach natürlich. Frisch, leicht würzig, aber ohne Süße. Also für mich definitiv eine Empfehlung. Es ist halt eben, das muss man wissen, kein süßer Virginia. Es ist wirklich ein Virginia der heuigen Sorte, vermischt mit dem Burley, der eben so dieses leicht nussig-schokoladige ohne Süße mitbringt. Es ist ein würziger Tabak, leicht würzig, nicht zu stark. Also ich empfinde ihn als normal, aber ich empfinde auch den Patriot Flake als normal. Und Michael Apitz hat gesagt, dass der schon einer der etwas kräftigeren ist. Also das Empfinden bei mir ist da scheinbar so ein bisschen anders. Und die Puristen unter euch, die dürfen bei diesem Tabak wirklich auf ihre Kosten kommen. Kostenpunkt 12,50 Euro für 50 Gramm ist aktuell ja noch normal. Ich empfehle ihn gerne weiter, vor allem halt an die Puristen. Und bin natürlich in gewohnter Weise jetzt sehr gespannt. Wer von euch hat den Dark Moon hier bereits geraucht? Wie ist denn euer Eindruck von dem Tabak? Hat er euch gefallen? Schmeckt er euch? Könnt ihr ihn weiterempfehlen? Oder sagt ihr, was erzählt ihr da für einen Quatsch? Ich empfinde es völlig anders. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Lasst uns darüber austauschen. Kommentiert unten, dafür ist die Kommentarzeile da. Lasst uns drüber reden, ein bisschen plauschen. Ich für meinen Dafürhalten sage, es ist ein guter Tabak. Es ist halt eine etwas würzigere Mischung. Wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal bei mir in der Tabakbar sein. Und von daher wünsche ich euch auch jetzt wieder in gewohnter Weise alles Gute. Passt auf euch auf, genießt eure Pfeifen, eure Tabake. Ich werde ihn jetzt in aller Ruhe ganz genüsslich fertig rauchen. Die 320er Rossi, die ich habe, die Volcano, wird noch ein Weilchen vorhalten. Bleibt mir gewogen. Wir hören und sehen uns hier wieder auf meinem Kanal in irgendeiner Form. Ich wünsche euch weiterhin Happy Puffing. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.